Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Gamer Chaco zu meinen Samstags-Stream. Einen schönen guten Morgen euch allen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, habt vielleicht das Wochenende frei, Pfingsten, Urlaub oder je nachdem. Ja, ich fange hier ein neues Projekt an im Singleplayer auf der Speedhammern. Der eine oder andere wird sie vielleicht kennen. Vom 19er oder so. Ja, viel gemacht habe ich hier noch nicht. Hab da erst einmal so ein bisschen rumgeschaut hier. Und ja, den, wie gesagt, viele werden sie noch kennen. Ja, mit den Flüssigproduktion, Tank, Fermenter, Komposter und Lager. Ja, das haben wir halt jetzt alles so geguckt, irgendwie bisschen angeguckt. Wie gesagt, ich fange hier ganz neu an. Und ich denke, wir werden vielleicht Spaß haben. Das Projekt wird hier natürlich nur live gemacht. Und ja, schaut doch mal zu. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Und ja, fangen wir mal an. Wie gesagt, ich muss hier erst noch ein bisschen was erkunden. Hab zwar im 19er das schon mal so angespielt, ja, aber sonst so habe ich ja noch nichts gemacht. Das hier ist dann die Karte. Vierfachkarte, so wie das aussieht. Genau, große, mittelgroße und kleine Felder. Und ja, Standardfrüchte. Multifrucht ist die natürlich. Und ja, wie gesagt, schauen wir mal, was sich hier ergibt oder was hier rauskommt. Und wie gesagt, ich habe mir jetzt den Hof, den da gehört mir, Feld 8 und Feld 9. Und ja, weiter gemacht habe ich noch nichts. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist ein Flug mir gekauft, habe ich mir gekauft, weil auf dem Feld 9, das müsste gepflügt werden. Und ja, dann werden wir mal einen, sollen wir mal schnell hier umbenennen. Die Karte, die hat 43 Felder, glaube ich. Genau, ja. 43 Felder, zwei Wiesenfelder und bisschen auch hier Ost ist damit, Zugpferd hier auch. Und jetzt werden wir mal hier anfangen und mal schauen, was sich hier so weiter ergibt, würde ich sagen, gell? Wie gesagt, jetzt muss ich jetzt das Feld pflügen. Das werde ich jetzt gleich als erstes machen. Das sind noch meine anderen Traktoren, Mähdrescher und so ist natürlich auch da. Viel habe ich noch nicht an Equipment. Aber das wird, denke ich, noch kommen. Da, jetzt machen wir erstmal das Feld 9. Tun wir jetzt gleich mal pflügen. Wollen wir gleich mal einen Kurs erstellen. So, den werden wir natürlich auf 3 machen. Scharf, Bahnen. Und dann werden wir mal generieren, das passt. Den gleich mal speichern, neuer Ordner. Und, dass wir den das nächste Mal wieder drin haben. So, nee, cool. Hat noch falsch geschrieben. Da haben wir. Haben wir den drinnen und ja, dann lassen wir den natürlich jetzt gleich mal hier anfangen. Dann schauen wir mal, vielleicht haben wir ja schon eine Mission oder so. Ich
Hier ist ja natürlich noch gar nichts. Passt. Das könnte man aufnehmen. Brauche ich jetzt erst einmal noch nicht. Hier haben wir noch keine. Und das ist alles Standard. Hier Leihkosten und so fort. Das passt. So, was haben wir denn? Tun wir mal schnell löschen hier und listen neue Aufträge. Ja, allzu viel ist ja gar nicht mehr. Ja, und den Helfer zum Bahnhof bringen soll. Weiß ich gar nicht mal. Haben wir überhaupt haben wir noch nichts? Ah, einen Hänger haben wir da. Das ist schon mal gut. Bei Traktoren. Sicher. Ja, das passt ja. Ist ja schon nur mal so ein kleines bisschen Startequipment dabei. Und dann würde ich sagen, ja. Dann wir mal anfangen. Dann wir mal die Mission hier annehmen zum Ernten. Haben wir natürlich mal was. Feld 1 und 3 annehmen. Zurück. Gucken wir mal, wo jetzt hier mein Drescher steht. Hier, oder? Nein, steht da nicht. Mal alles hier aufmachen. Aber hier müsste er stehen, oder? Ja, genau. So, dann lassen wir dich gleich mal. War natürlich die falsche Seite gewählt. Aus. Dann werden wir hier dich gleich mal zum Feld 31 schicken. Haben wir natürlich nicht, da fahren wir zum Feld 32. Dann wir mal schauen, wo die 31 ist. 30 ist hier, dann würde das ja passen. Kann ich mir noch einstellen, natürlich. Passt. Das brauchen wir auch nicht für den Fall. Ah, das passt mal. Oh, egal, das passt. Fünfundachtzig, das passt. Wählbar, das auch. Ja, dann. Auch einschalten, genau. Und da passt alles als Standard speichern, anwenden. So, wo bist denn du? Warum steht jetzt hier der Gruppe mitten im Weg? Das ist ja natürlich. Den müssten wir natürlich noch wegräumen. Ja. Ich glaube, die Dings werde ich wohl ausmachen im Verkehr. Aber das werden wir noch sehen.
Ja, der Autokurs Drive ist auch noch nicht so das Wahre, sage ich mal. Also, den muss ich für mich noch anpassen ein bisschen, aber das ist okay. Wo irgendwie fahren wir jetzt hier im Kreis? Aber das werden wir noch hinkriegen. Ah, guck mal, ja, schön rum, das passt. Schauen wir mal, wo es hingeht hier, ne? Ah, der fährt auf alle Fälle zu den. Ja, ich hab's doch gewusst. Dann werden wir den Verkehr mal ausschalten. Das hat keinen. Wo waren das jetzt da, ne? Normal, genau, 10 Minuten Echtzeit, das stimmt. Wo waren das jetzt? Ist doch jetzt hier irgendwo. Das jetzt Echtzeit Verkehr aus. Hier haben wir es doch. Ich schon. So, passt das. Ah, da lassen wir den Verkehr aus. Das hat sonst keinen Wert. Das ist soweit in Ordnung. Schauen wir mal, ob das alles passt. Aber der fährt hier auch einen ganz schön großen Umweg, würde ich fast sagen, ne? Aber so ist es halt. Hier geht's auch zum Hof, okay. Warum der so einen Umweg fährt, ne? Ja, das müssen wir halt noch mal einfahren irgendwie und dann kriegen wir das schon hin. Bisschen solche Dings machen. Fährt er jetzt hier über die Brücke, denke ich mal. Aber das auf alle Fälle auch passen. Würde das passen? Aber wir wollen ja zu Feld 31. Muss ich das jetzt hier verstehen, nee, ne? Glaube ich nicht. Aber ich denke, das wird schon seine Richtigkeit haben, wie der Autodrive-Kurs ist. Das werden wir dann auch noch hinkriegen. Ich hoffe, dass euch das Projekt hier gefallen wird, was ich hier mache, und werden wir auf alle Fälle hier weiter bleiben auf der Karte und schauen wir mal, wie wir das machen, ob da Stück für Stück hier was sich entwickelt.
teilweise ein bisschen schlecht eingefahren, wenn ich ehrlich bin. Aber ja. Jedenfalls sehen wir auch ein bisschen was hier so nur Haufen Dings noch, die noch nicht angefahren sind. Aber ich denke, das kriegen wir auch hin. Jedenfalls hier die Ecke, das müssen wir auch nochmal neu machen. Irgendwie. Ja, ein paar Dinge haben wir schon gesehen. Und das hier jetzt zum Beispiel, das ist auch pink. Kann man dann bestimmt auch ein bisschen wegmachen. So, warte mal, da werden wir mal hier gleich mal einen Weg einfahren, würde ich sagen. Machen wir hier gleich ein. So, hier gleich mal so, dann haben wir das gleich hier dran und dann werden wir natürlich den auch gleich hier hinten anschließen. Gleich noch ein bisschen gerade ziehen alles. Dann wird es natürlich was werden hier, ne? Und wir fahren jetzt zur 31. Dann wir da einen Kurs erstellen und dann mal gleich mal hier Landbagger nehmen. Den anderen Traktor. Und dann werden wir das Zeug gleich einsammeln. So, erstellen.
Irin. Eichern. Ja, das müssen wir halt ein bisschen eindingsen und dann passt das. So, dann haben wir das auch. Kannst du jetzt mal am ersten Wegpunkt gleich mal anfangen. So, der fliegt hier, das passt. Haben wir hier den nächsten Traktor. Jetzt müssen wir bloß schauen, wo jetzt mein Hunger steht. Wo jetzt der Anhänger steht, dass wir den holen können. Was ist hier? Einlagerung, Auslagerung. Ach so, das ist das Werkstatt kaufen irgendwie. Da verstehe ich zwar jetzt nicht, warum es nicht aufgeht, aber okay. Anscheinend geht es bloß auf, wenn es einer zu ist. Hier ist auch mein Hänger. Da ist mein Hänger. Feld 31. Wo ist die Frage, wo war denn das jetzt? Wo muss denn das jetzt hin? Feld 31 G-Bahnhof. Ja, das müssen wir erstmal noch einstellen hier. Das ist schnell. Alles Geld. Standard hoch links. Ja. Wie gesagt, das müssen wir halt jetzt auch alles hier einstellen nochmal, dass das alles passt. Ja, zum Anfang ist es immer so ein Ding, was man da machen muss und aber das passt. So, dann werden wir das als Standard speichern und anwenden. Ja, dass der hier mitten im Weg rumsteht, das ist schon absolut. Wenn wir erstmal schnell auf den Hof hinstellen, irgendwo, dass der erstmal weg ist. Also der hier rumsteht, das ist ja echt nervig. Ich hoffe ja nur, dass das so passt hier mit den. Hier, ja, ein paar muss ich hier rausmachen, weil manche Dinge gefallen mir hier gar nicht. Ich will das sehen. Mal hierher an der Seite. Da ist mal wegräumen können wir den dann immer noch.
Warte mal hier, das Zelt machen. Jetzt fahren wir hier übers Feld, das ist auch nicht gut, ja ich weiß. Aber das kriegen wir hin. Wieso hat er 0% jetzt hier? Okay. Und mal schauen, hier was. Achso. Güterbahnhof soll das heißen, okay. Güterbahnhof. Der fährt auch hier so einen Umweg. Und wir wollen mal schauen hier, weil das ist irgendwie... Wie ist das nicht so hier? Muss er hier hinten lang? So riesen Kreis da spazieren fahren, da haben wir ehrlich gesagt keinen Bock. Naja, das passt doch hier. Warum der da hier jetzt nicht lang fährt, das verstehe ich aber auch nicht. Aber naja. Das passt, das passt. Hier lang. Das ist doch hier drin eigentlich, also ja, und warum fährst du nicht? Okay. Müssen wir da jetzt drinnen sitzen oder was? Okay. Haut da was nicht hin. Dann werde ich noch mal kurz rausgehen.
Und ich werde gleich wieder da sein. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe ein bisschen was umgestellt. Hoffe, ob das alles soweit passt. Den lassen wir jetzt hier mal Anfang an wieder laufen. Was mit denen? Den hat man doch weggeschafft. Ja, dann schaffen wir das halt nochmal weg. War da anscheinend der letzte Speicherpunkt gewesen. Das passt schon. Das gefällt mir auch noch nicht so richtig, aber naja. Ich glaube, das muss ich noch mal offline noch mal irgendwie neu machen. Ja. Aber das ist ja auch kein Problem. Weil mal hierher und vorhin.
einstellen auf wird schon passen. Wenn nicht, dann wird es passend gemacht. So, da sind wir natürlich jetzt da. Und dann schauen wir mal, was unsere Dings hier macht. Und zwar immer noch drin, das gibt's ja gar nicht. Ja, das war selber. Da mal hier jetzt richtig bescheiden. Es startet sind zuerst Brecher, die mal. Echtsystem. Echtsystem, was soll das sein? Nein. Helfer, Dings. Veränderung. Das Bild. Kopftraining. Das haut hier, das ist kann doch nicht, das kann doch nicht sein hier irgendwas. Hin. Speichern. Ausgehen. Das verstehe ich jetzt hier nicht. Naja, das ist halt live. Wenn man halt was Falsches einstellt zum Anfang. Nur ist die Frage, wo ist das jetzt? Arbeitet da an das passt. Autopack, das passt, automatischer Ballen, das passt, das passt. Und das passt auch, Ballenzähler. Autoblinkerlicht, das ist auch gut, das ist passt. Das war alles. Dann müsste das jetzt gehen, hoffe ich ja mal. Siehst du, das war's. Jetzt haben wir's doch. Wusste doch, irgendein Ding war's doch. So, dann brauchen wir diesen jungen Mann hier. Dann werden wir natürlich gleich den Ladewagen holen.
Und dann werden wir Stroh sammeln. Jetzt müssen wir mal schnell schauen. Ja, das ist alles. Und dann mal gucken. Also, dann fahren wir jetzt erstmal zu Feld 31. Und dann werden wir gucken, ob wir das können. Wenn wir das haben, dann geht's weiter. Jetzt müsste es bloß noch klappen hier, dass der kommt. Ah, passt doch. So muss das sein. Wie von Zauberhand. Aber hier wird schon eine ganze Menge, denke ich, kommen, was da hier. Hier noch so der fährt auch so einen Umweg. Na, wird schon seine Richtigkeit haben, denke ich mal. Aber es ist schön, wie der hier drückt. Das passt perfekt. Dann greift die ein. Oh. Ah, Jungs. So, dann werden wir mit denen hier schon mal Gras sammeln. Dann schauen wir mal, ob das passt, dass wir das Zeug dann dorthin kriegen. Und falls fahren wir das dann erstmal zum Hof. Und schauen wir mal, ob wir Tiere auf alle Fälle machen, ist die Frage welche. Ich denke mal, wir werden erst mal auf Schweine gehen. Die werden erst mal ein bisschen mehr Geld bringen, denke ich, beziehungsweise auf die Hühner, weil wir uns die kaufen können. Das dauert auch noch ein bisschen.
sollten ja erst einmal hier bisschen Geld verdienen, oder? Den die Strohhalm mitnehmen. Das ist auch nicht schlecht. Hier passt schon ein bisschen was rein, würde ich sagen. Ja, mal sehen, wie weit das Projekt hier geht. Wie gesagt, hier wird es halt öfters Livestreams geben von denen, dass wir halt, ja, zwar unterschiedlich durch meine Schichterei, aber die kommen auf alle Fälle und schauen wir mal, wie das hier halt so weitergeht, ne? Ja, normalerweise fährt man ja hier nicht in die Frucht, aber naja, jetzt nicht viel ist, da ist das schon in Ordnung, finde ich. So, dann werden wir das nochmal schnell ausmachen hier. So, du bist voll, dann müsstest du jetzt ja theoretisch jetzt wegfahren. Natürlich macht er das nicht, oder? Mal, dass wir da richtig abladen bei den Güterbahnhof, dann schauen wir mal. Weil irgendwie muss ich mich da erst reinfinden. Was? Mal jetzt richtig. Dann müssen wir den Hof noch kaufen. Land.
Ah, ne, warte mal. Da. Ah, den Hof, den haben wir schon. Okay. Das Land, das haben wir schon. So, Edeka. Ja, das Land haben wir schon, da müssen wir. Mal jetzt echt gespannt, ob das hier hingeht. Bin ich mal gespannt. Brauerei, okay. Da wird es nämlich hier umbenennen. So, dann werden wir das nämlich so machen. Ja, wieso kann man jetzt hier nicht abladen? Das schon mal nicht. Dann, ob das hier hinten geht. Ah, hier hinten geht das, okay.
So, dann wollen wir das hier neu machen. Oh, was haben wir da jetzt gemacht? Das passt. Ja, manchmal ist es halt schon bescheiden. So, dann tun wir das hier wieder. Feld 31 und hier. So, das haben wir jetzt hier oben. So, auf geht's. So, und du fährst jetzt hier. Okay, wieso sind da jetzt? Das muss ich irgendwo nicht verstehen, aber ist okay. So, dann fahren wir schon. Hier geht gerade nichts, da muss warten, da ist voll. Und bei dir, wie sieht es da jetzt aus? Bist jetzt hier am Rand. Bist du ja auch fast ruhig. Was haben wir? 830, 600. Alles über 100.000. Da müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Müssen wir uns echt ein bisschen. Aber naja. Kriegen wir hin. Hier werden wir dann nochmal einen neuen Rundkurs machen, weil das gefällt mir hier auch nicht so direkt am Rand. Aber jetzt lassen wir den erstmal fertig fliegen und dann den Griff nehmen, ringsrum fahren. Richtig. Haben wir den auch richtig. So, der ist angekommen hier, da wird er gleich abtanken, hoffe ich mal. Hast du es? Ja, das ist doch. Du das hier richtig schön machen. Und dann tun wir den Rundkurs nochmal neu machen. Hopp, die wird gequält.
überhaupt nichts irgendwie. Müssten wir dann echt mal sehen, was wir hier dann aufladen können, ansehen können. Aber das schauen wir dann, wenn ich fertig bin. Der jetzt hier auch gleich fertig. Dann tun wir den mal löschen. Dann natürlich wollen wir erst einmal das hier löschen, lösen, dass das weg ist. Wenn, dann machen wir das schon richtig, weil so krumm und schief hier, das ist überhaupt. Ja, das ist halt, das gehört halt ein bisschen dazu, dass man es ein bisschen anständig macht, finde ich. Weil so irgendwie so halbherzig, das gefällt mir gar nicht. Ja, vielleicht gefällt es ihnen, da das gemacht hat, aber ist okay. Aber für mich ist das nichts. Richtig haben. Aber ich finde es schon top so hier.
haben wir das auf alle Fälle und dann können wir fertig ist, können wir dann das andere Feld noch machen, weil das sollte ja auch gepflügt werden laut dem Dings. Kann ja nur schön werden. Und schön, so wie es jetzt läuft. Also für den ersten Tag das erste Projekt hier, also dann. Ja, okay. Den tun wir dann auch noch entfernen. Passt. Ob wir die Felder hier zusammenlegen, muss ich erstmal noch sehen, aber ich glaube es eher nicht. Mindestens jetzt. Das ist klar, weil das bringt nichts. Hier geht ja auch nichts rein. Oh, mal schnell den Punktchen noch wegnehmen. Kein Ausweg irgendwie. Heißt, wir müssen den Ausweg hier unten machen. Kein Weg irgendwie, wo man da am besten hin und raus fahren kann. Oh, noch mal. Bis zumindest so ein bisschen angedeutet ist, dass wir hier rausfahren können. Und nix. Dann machen wir hier oben noch einen Ausweg und da unten einen. Dann. Jetzt ein bisschen leiden, muss ich sagen. Kommt, da fahren wir hier oben, machen wir hier oben einen Ausweg. Sieht schön aus auf alle. Und das müssen wir alles noch mal ein bisschen neu machen. Gefällt mir nicht so. Aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Das machen wir erstmal hier. Bild.
Ausweg. Dann tun wir den hier. Die Zeit müssen wir uns nehmen, das hilft ja nur alles nichts, das muss schon passen. Und dann werden wir den hier noch anschließen. Das. Und fahren auch nach Feld 8. Binnen. Noch schnell, dann passt das auch. Hin. So, der lädt wieder ab. Ja, das habe ich mir gedacht. Sehen, dass wir wieder rauskriegen. Das ist schon ein bisschen bescheiden, sag ich mal, ne? Aber das will man machen. Halt auch keine Dings, das ist auch eine blöde Einfahrt hier. Das hier nicht so ist, das ist halt, ja, das ist halt irgendwie hier auch herkommen. Oh, findet auch keinen Weg, irgendwie einen anderen. Ja, der Autodrive-Kurs ist nicht von mir. Irgendwie mal anders. Mal schauen, ob wir hier irgendwie anders auch hochkommen. Was ich zwar eher nicht glaube. Müssen wir garantiert da lang fahren. Gucken wir mal, wie es hier aussieht, hier hinten lang. Aber ich glaube nicht, Ja, das wird nichts. Das ist schade, schade. Das ist schon hier mit dem Bahnübergang hier, ist es schon ein bisschen bescheiden. Naja, hilft ja nur alles nichts, damit muss ich jetzt leben. So, du fährst mal dahin und wir mal neu machen können. Da haben wir aber auch hier den Kurs hier mit wegnehmen. Alter hier.
Und dann denke ich mal, wird der Kurs hier auch neu so sein, ja, den eingefahren habe. Hoffe ich nur, dass das hier passt. Wenn das hier ein bisschen ordentlicher gemacht ist, sieht es auch schöner aus, finde ich. Dann werden wir mal Ballon, zack. Und dann haben wir das auch. Und dann sage ich erst einmal hier, erster Wegpunkt ab mit dir. Kann man das immer noch den Rest einfahren. So, und du wirst wohl jetzt hier, denke ich mal, das Ding hier abtanken. Hier mal mit mir. Haben wir nämlich hier auch alles räumt und weg, dann passt das. So, da sind wir ja mal gespannt, wie gesagt, wie das hier weitergeht. Ich hoffe, bleibt mit dabei und hoffe, es gefällt euch ein bisschen. Ja, zurzeit spiele ich halt ein bisschen für mehr oder weniger so für mich allein. Aber ist schon okay. Wenn es euch gefällt, könnt ihr ja gerne dabei sein, gerne kommen, wie es hier weitergeht mit dem Projekt. Und ja, schauen wir mal.
hoffe, das wird alles so klappen, wie ich mir das vorstelle in der Zukunft, und wird es schon werden, denke ich mal. So, dazu bist du voll und dann müssen wir. Ah ja, egal, müssen wir. So, dann fahren wir mal heim. Wird schon passen, erst einmal. Wo der hinfährt, werde ich mal schnell was für Gesundheit tun. Bis gleich. So, da sind wir ja jetzt auf dem Hof angekommen. Und dann werden wir mal gucken, wo jetzt hier die Schafe oder sowas. Rinderstall. Wir machen erst mal, obwohl Hühner können wir schon auch zum Legen. Ah, hier sind die Schweine, okay. Nehmen wir Schweine, wir gewinnen und fressen fast alles, bla 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 bla. Benötigen Wasser, Tiere und sogar, okay. Älter als 6 Monate. Okay, dann nehmen wir mal. Glück. Ja, 2 Stück. So. Und die, jetzt brauchen die alles. Die brauchen Mineralwasser. Okay. Da ist die Frage, Butter rein. Wo kommt jetzt das Stroh rein? Ah, bestimmt hier, oder? Nee.
kommt es auch da vorne rein. Könnte es sein, dass... Ah, dass wir das auch da... Was ich denn hier? Und den, weil wir... Den da müsste ja... Bestimmt auch hier vorne rein. Denke ich mal, oder? Stroh. Genau, wer das hier nimmt, aber ich glaube es eher nicht. Doch. Dass das da reinkommt. Aber wird schon seine Richtigkeit haben, denke ich mal, wenn das da hinkommt. Okay. Wasser bestimmt auch hier reinkommen, denke ich. Oh, ah, der Hälfte gerade mal. Müssten wir steht hier irgendwas an Lieferung? Produktion, Information, ja toll. Kartoffeln, Schweinefutter. Das muss doch dann hier stehen. Oder? Mit der Halle. Machen wir denn jetzt sogar rüben. Das haben wir alles nicht. Naja, müssen wir mal sehen. Ja, das passt. Mal sehen, ob es jetzt funktioniert hier bei denen. Mit den Abladen, aber ich denke mal schon, dass das hier funktioniert. Oh, Bayern Schmidt, danke für dein Follow. Vielen lieben Dank und schönen guten Morgen. Schönen Samstag wünsche ich dir. Beziehungsweise ein schönes Pfingstwochenende. Vielleicht hast du ja auch Urlaub und so und genießt bei mir beziehungsweise die ein Tage mit deiner Familie. Das ist immer wichtig. Also das funktioniert, das passt. Wer ist da? Das den weitermachen. Brauchen wir auf alle Fälle. Ja, die Schweine und dann werden wir auf alle Fälle bestimmt noch die Kühe und so kaufen, beziehungsweise Hühner. Aber da müssen wir erstmal sehen, weil allzu viel Geld habe ich halt jetzt auch noch nicht. Ja, mal sehen. Irgendwas wird mir noch einfallen. Das Projekt haben wir ja jetzt erst angefangen und wird natürlich auf alle Fälle weitergehen. Und ja, wie gesagt, mit meinem Schichtdienst, da ist es auch manchmal nicht ganz so einfach, aber ich werde versuchen, so oft wie möglich hier Livestream zu machen. Weil ich finde das wichtig. Für mich jetzt, sag ich mal. Irgendwie einhalten kann. Dass wir da auch sehen hier Fortschritte, wie es hier weitergeht. So, jetzt müssen wir noch warten, bis der andere wieder da ist. Ja, denn warum der hier immer so einen Umweg fährt, das verstehe ich auch nicht.
direkt dahin zu fahren. Wird schon seinen Grund haben, denke ich mal, was der hier macht. Naja, schauen wir mal. So, wir könnten hier auch mal. Hier bin mal gucken, was die Hühner kosten. Waren die? Ne, da waren sie nicht. Da hinten waren sie. Waren die jetzt? Ja, da werden wir auch mal den nehmen, denke ich. Genau, 10. Und ein Hahn passt auch, einer passt da, würde ich sagen. Mal. Dann gucken wir mal, was die brauchen. Ah, der braucht bloß Getreide, okay. Schafstall und Kuhstall, da warten wir mal noch ein bisschen. Wir können ja mal gucken, wo die sind. Schafstall ist hier hinten. Als 8 Mund. Okay. 100, das geht. Schafe, das passt eigentlich. Der braucht kaum die. Ah, das brauchen die. Das brauchen die bestimmt nicht. Naja, müssen wir uns mal noch überlegen. Auf alle, was könnte ich denn überhaupt jetzt anpflanzen? Ich müsste ja auch sehen, dass ich jetzt hier auf meine Felder was anpflanzen könnte. Warten das jetzt hier? Haben wir gerade. Eine gute Idee. Hat's hier auch nicht. Ist erst im nächsten Jahr zum Anpflanzen. Senfkörner. Eine Idee. Machen wir mal. Müssen wir einmal schnell gucken, was das da drauf war. Was wird das? Ja. Das könnte man ja eigentlich Weizen drauf machen. Raps ist ja Öl, Dings ist auch Öl. Da könnte man ja Raps aufmachen. Weizen September würde passen. Und man hier Raps im Mai. Und so kommen wir. Und da können wir jetzt. Sojabohnen. Also kann man nur Sojabohnen. Bringt das Beste. Die kann man anpflanzen. Sojabohnen. Wo sind denn die? Ja, im April erst.
Müssen wir mal sehen. Irgendwas wird mir noch einfallen. Das zum Dings hinstellen. Ich sollte ja auch den Dings runterlassen, weil sonst geht da gar nichts. Sonst nimmt er ja nichts auf, ne? Dann werden wir das Dings abladen noch im Schweinestall, dass das Ding voll wird. Und dann müssen wir mal sehen, dass wir irgendwas ansehen mit Kartoffeln oder irgendwas. Hey. Brauchen wir nämlich Futter. Da müssen wir mal sehen, wie wir es machen jetzt am besten. Aber nein. Der wird bestimmt gleich wegfahren. Den Drescher abtanken, das passt auch. Alle. So. Das Stroh hier auch wieder eingesammelt. Komm, fahr weg. Fahr zum Dröscher und lad ab. Tank ihn ab, mein Freund. Fahr. Okay. Passt doch. Gleich voll und dann fahren wir wieder weg. Ich muss das gleich bei den Schweinen wieder abladen. Oh. Jetzt hänge ich hier fest. Die werden wir jetzt gleich voll machen. Passt das auch? Dann können wir direkt dann auch nochmal.
Auto passt auf alle Fälle. Durch die einsammeln. Ist auch weg. Jedes bisschen einsammeln. Geht natürlich. Ganz so ist es nur halt auch wieder nett, wenn da eins oder zwei Körner liegen bleiben. Passt das auch. Aber mit dem Stroh, da bringen wir schon eine ganz schöne Menge rein, muss ich sagen. Also, jetzt nicht gedacht, dass das hier so viel abwirft. Das ist ja erst neu gestartet hier im ersten Jahr. Da ist ja nichts. Aber, ja, ist okay. Müssten wir mal sehen, ob der andere wieder abtankt oder noch nicht. Und kann nicht da sein, der wird bestimmt schon wegfahren, denke ich. Naja, der ist schon am Wegfahren. Der ist am Weg. Ja, dann wartest du hier. So, und der müsste jetzt hier in seinen letzten Zügen sein. Genau. Haben wir den dann schön einen neuen Rundkurs verpasst. Passt. So, dann sind wir hier fertig. Durst löschen, neu laden. Ein schönes den Rundkurs hier machen. Ein Kurs. Alle. Ordentlich aus, finde ich, wenn das ordentlich gemacht ist. Also ich sehe das zumindest so, also am Rand da, das ist ja alles so. Ist so sogar vom Feld direkt runter. Der hier, der ist halt dann frei. Ist jetzt gar nicht mehr, habe ich die Steine aktiviert? Ich glaube, oder? Einstellungen. Dann passt das ja, da könnt man sehen, jetzt ist nichts, aber die werden bestimmt noch kommen, denke ich. Vielleicht später.
Beine dann auch sammeln. Ja, immer schön hier durchfahren, dass wir hier einen schönen Kurs kriegen. Aber wie gesagt, ob die zwei Felder da zusammenlege, weiß ich auch noch nicht so richtig. Aber ich denke mal, für den Anfang den hier lassen. Die Felder, das ist schon besser. Und hier gibt es auch keinen Ausfahrweg. Jedenfalls nicht hier auf die Straße. Alle Fälle. Werden wir auf alle Fälle weiter hinten machen, Ausfahrt. Im Feld, mal schauen. Hinten. Wo könnte man am besten den Ausfahrten? Jetzt dann hier zu einer Kante irgendwie. Egal. Das passt irgendwie. Da werden wir die Ausfahrt am besten. Die Ausfahrt am besten hier machen, oder? Würde ich sagen. Sind sie alle auf alle Fälle zusammen und dann passt es. So, die schmeißen wir jetzt hier raus. Ja, in eine Ausfahrt müsste ja hier erstmal reichen. Schauen wir mal, können wir hier was malen vielleicht? Bisschen. Bisschen Ausweg. So in etwa wird es schon passen, oder? Also kann man es lassen. Würde ich sagen, dann passt es aber.
Dann fährst du jetzt zur Hofmitte mal. Machen wir dann mal. Was wir jetzt machen. Der lädt ab, das ist gut. Die Stellen weiterfahren. So. Der Hänger auch voll, und dann kann man den auch wieder wegfahren. Perfekt. Ausgesetzt, da wird hier voll. Ich glaube, es war ja nicht knapp. So, dann haben wir das auch ein bisschen mit weggenommen. So viel ist ja mit dem Feld hier auch nicht. Ein bisschen hoch runter, dann ist das auch fast fertig. Die erste Mission dann beendet. Das passt zu dem Fall. Jetzt wieder warten. Na ja, dann ist das schon weg, das. Soweit ist der auch nicht weggefahren. 97%, da könnte man vielleicht der anderen Seite das bisschen noch wegnehmen. Dann könnte der voll werden. Und gleich machen. Ist das auch mit weg. Ich hoffe, dass das reicht, bis der voll ist, aber ich glaube, ich bin gefragt, ja. Schade, hätte das sein können, dass das reicht. Aber egal, wir fahren jetzt das ab. Ist das auch okay? Ich schaffe mal das noch. Einer. Gut. Weil wenn hier das Rohr hinkommt, wird da bestimmt auch Futter hereinkommen.
auch den ganzen Hänger dort rein. Das ist auch nicht schlecht. Ist doch fast voll sein, das gibt's doch. Auch fehlt immer noch was. Naja, dann ist es halt. So, dann machen wir mit den anderen Traktor. Ja, wird bestimmt jetzt schon. Dann wir mit denen mal schnell zum Händler fahren. Und Futter holen. Für den Anfang. Oh, was zu fressen haben die Jungs. So, das Ding hier zur Seite stellen. Erste Mal. Erste Mal herstellen. Aufräumen kann man das dann immer noch. Einkaufen. Wir brauchen einen. Da, genau. Den hier, Trelleburg, das passt. Ja, Futter. Futter. Immer ist. Und dann brauchen wir mit. Dann haben wir nämlich erstmal das denke ich mal da. Wird eigentlich keine Probleme geben jetzt. Sind wir natürlich wieder fast pleite, aber einen Kredit kann ich ja immer noch nehmen. Also. Ah ja, passt das. So, das ist für dich. Dann nehmen wir erst einmal hier. Hier noch hinbringen. Aber das bin ich immer, ob ich einen. Könnte ich ja theoretisch die und, eine ja auch gleich noch mit. Wo ich nicht doppelt fahren. Perfekt.
da alles. Ah, perfekt. Passt doch perfekt. Rein. Dann wird was dazu machen. Komm, ne? So, fahren wir mal zurück zum Hof. Oh, ja, das war nicht so gedacht. Man sollte ehrlich lernen, Traktor zu fahren. Das ist ja nur alles. Ist schon schade, wenn man keinen Traktor fahren kann. Auch hier rein, okay. Heißt, wir müssen die Wege machen für hier rein. Das dann passt mit die Schwert. Ja, warum gehst du? Da war noch einer drinnen. Aber die gleich mal hier richtig schön. Die erste Mal was. Machen. Da haben die genug da.
hoffe nur, dass das nicht allzu wenig ist. Das schauen wir doch mal. Weil zum Anfang müssen wir uns halt erstmal darüber behelfen, bis das hier voll ist. Dann ist es jetzt mal leer. Wie sieht es denn jetzt aus hier? Halt, nee, Quatsch. Da mit rein. Boah, ja, ne, viel ist das ja gerade nicht. Viel ist das ja. Naja, aber immerhin. Anfang reicht es erst einmal. Jetzt schon voll hier oder was? Ein Hühnchen. Ah, die sind schon voll. Ja, passt. Oh, die werden wir gleich dort stehen lassen hier. Kann ja nichts passieren. Hey da. So, dann passt das auf alle Fälle. Ja, dann sage ich mal, soll es mal schon gewesen sein für die erste Folge. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch ein schönes Pfingstwochenende. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ne? Euer Gamer Chaco. Ciao, ciao.